Luca, herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog von mir, meine Damen und Herren. Ihr seht es bereits im Titel eingeblendet. Jule und ich schauen heute, ob wir bereit sind für ein Baby. Dafür werden wir nämlich heute im Laufe des Tages irgendwann zu Toys R Us fahren und uns eine Babypuppe kaufen. Aber nicht irgendeine, sondern so eine für irgendwie 200 Euro, die halt auch reden kann und so. Ich weiß, eigentlich ist es realer, wenn man jetzt sagt, okay, hier, Freunde von uns haben ein Kind, die kommen einfach mal rum für einen Tag und passen auf und wir gucken mal, ob das mit dem Baby irgendwie, ob wir damit klarkommen, so wie Bibi und Julia das gemacht haben. Allerdings haben eigentlich in unserem Alter noch keine Leute ein Kind. Deswegen kaufen wir uns halt eine Puppe. Ich habe heute noch einen Friseurtermin, wir müssen noch in die Stadt fahren. Allerdings, bevor irgendetwas in diesem Vlog hier heute überhaupt passieren kann, machen wir uns erstmal Breakfast! Wir haben gar keine Brötchen mehr. Ich hätte gern ein paar Brötchen. I bought flowers for you. Diese verfickten Dornen, Alter. Frühstück und Jude. Wir fahren jetzt zum Friseur, beziehungsweise ich fahre zum Friseur. Aber du kommst mit, aber mir werden die Haare geschnitten. Nachdem wir beim Friseur waren, fahren wir übrigens auch direkt zu Toys R Us und kaufen die Babypuppe. Bin schon gespannt auf dein Baby. Ich glaube, das war ein Jahr. Was filmst du mich jetzt hier so ekelhaft? Luca, wann hast du einen Termin? Vor 5 Minuten. Theat, möchtest du was sagen im Vlog? Hey! Hast du mich weggecuttet? Ich hab dich nicht weggecuttet. Ich mach die Haare heute scheiße. Fertig beim Friseur, Ladies and Gentlemen, Haare sind mal wieder mega fresh. Danke an Ferhat an der Stelle. Wir beiden fahren jetzt zu Toys R Us und kaufen uns dort eine Puppe, weil wir ja immer noch schauen wollen, ob wir bereit wären für ein Baby. Es regnet übrigens gerade richtig ekelhaft hier in Köln. Geil, Stau! In der ganzen Innenstadt war Stau, dann haben wir uns verfahren, dann kam dort eine Baustelle und jetzt ist das der Umweg, den wir fahren. 24 Kilometer. Nach wirklich 40 Minuten sind wir endlich bei Toys R Us angekommen, Freunde. Und jetzt geht's ab zum Verkaufsraum. Wir müssen beide so krank pissen. Jule, ich glaube, das ist nicht so ganz deine Größe. Jule, du hast einen tollen Mini, aber ich weiß nicht, ob das zu dir passt. Jule, wir sind hier aber nicht wegen irgendeinem Auto, ne? Sondern 25 Kilometer ein neues Auto, statt ein Kinderwagen. Oha, also wir müssen uns ja dann aber auch Gedanken machen, ob wir einen Kinderwagen kaufen und vielleicht noch so ein Bettchen. Was wir allerdings als erstes wirklich brauchen, ist diese Puppe. Auf der Suche nach einem Kind, das hört sich irgendwie falsch an, haben wir hier so Magic Sand entdeckt, Freunde. Ich weiß, dass Leute damit schon vor Monaten oder Jahren Videos gemacht haben, aber hättet ihr mal Bock, dass ich so, das ist halt irgendwie so Sand, Jule, du meinst, das ist so kombinierbarer Sand, der nicht nass wird. Das ist irgendein magischer Sand. Und die geben hier einen Daumen hoch. Also ich glaube, ich sollte dazu mal ein Video machen. Habt ihr da Lust drauf, dann lasst mal ein Like da. Wenn nicht, dann lasst ein Dislike da. Okay. Man nennt mich auch LeBron, Curry, James, Kobe, Luca. Genau. Also hier ist Baby Born Ethnic Interactive Puppe. Also die kann wohl irgendwas. Hier sind auch noch so andere, die... Was? Man kann ja eine Badewanne kaufen. Ne. Wie cool. Wir brauchen erstmal eine Puppe, bevor wir eine Badewanne kaufen. Ey, ich glaube, wenn uns hier einer sieht, wie wir mit 22 Jahren uns so puppen in diesem Geschäft. Nee. 2000 Jahre später. Wir haben uns nach langem Überlegen endlich für eine Puppe entschieden. Und zwar, Jule, die Baby Annabelle Zapp-Kreation. Wir haben es für Jule als Baby entschieden. Es kam gerade so ein Kind zu Jule und wie kam das an? Sie hat hinter mich gestellt, hat so mein Bein so von innen so genommen und so gestreichelt. Jetzt glaube ich Jule mit ihrer Mutter verwechselt. Da vorne steht sie und ein. Zurück zu Hause angekommen, hier mit unserem kleinen Baby. Jule, wir haben noch gar keinen Namen. Heinz? Annabelle. Das ist aber sehr einfallslos. Aber okay, sie heißt Annabelle. Wir switchen jetzt zur großen Kamera. Das heißt, die Qualität wird um einiges besser sein, der Ton wird um einiges besser sein. Und dann schauen wir mal, was diese Annabelle alles so schon kann. Also, Jule, Luca, Annabelle. Die mag mich lieber. Ich mag sie auch nicht. Wie kannst du unser Kind nicht mögen? Das ist jetzt also die liebe Annabelle. Wir haben da gerade schon Batterien hinten reingepackt. Das heißt, jetzt klicken wir einfach mal auf On. Fick dich,
Annabelle. Also Jule meinte gerade, dass die jetzt was zu trinken braucht. Oh Gott, die trinkt das. Alter, die trinkt das wirklich? Die bewegt ihr Gesicht. Das ist ja auch unser Baby. Alter! Was geht ab mit diesem Ding? Jule, pass mal auf, dass du da nicht kleckerst irgendwie, weil die haben uns hier auf jeden Fall auch noch Windeln mit dazu gegeben. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal... sie ist nackt! Also zunächst einmal würde ich sagen, nehmen wir immer das Getränk hier aus dem Mund. Ihr seht wirklich, Freunde, ich weiß nicht, ob man das hier sieht. Ich glaube schon, die hat hier wirklich so Tropfen hängen auch. Also guck mal hier. Die tropft hier richtig. Also die Annabelle wird jetzt von der Jule hier gerade gewickelt. Das heißt, ich nehme mal kurz die Kamera hier runter, dann seht ihr mal kurz, wie die Mama das hier macht. Genau, mach mal ein Tutorial, Jule. Die pennt. Alter. Die ist einfach... Fuck, Alter. Die ist einfach eingeschlafen. Was tust du denn da, Jule? Nein, ich schaukel sie auf deinem Arm. Probiert sie beide Arme aus. Hallo. Hallo. Ehren, Annabelle. Ne? Wir sind ein Herz und eine Seele. Baby Annabelle sieht ihrer großen Schwester sehr ähnlich und gleicht ihre kleine Puppen. Also in der Anleitung stand, dass man die kleine Annabelle hier auf jeden Fall auch noch... Oh Mann, das ist eingeklemmt hier, Jule. In der Anleitung stand, dass man sie kitzeln kann, also... Was labert die eigentlich? Also, die kleine Annabelle ist ausgezogen, sie hat eine Windel umgeschnallt, sie hat ihr Trinken und... Was heult die denn die ganze Zeit rum? Wir sind voll nette Eltern zu der. Im Internet steht, oder beziehungsweise in dieser Anleitung steht sogar, dass man mit der laufen kann. Also wir probieren jetzt mal mit Annabelle laufen zu gehen. Also hier ist die kleine Annabelle, wir haben ihr Fläschchen mal weggenommen und tauschen das jetzt mal durch so einen Schnuller hier aus. Durch so einen... Annabelle, sei mal glücklich! Ich glaube, die Annabelle ist einfach unglücklich, weil sie uns noch nicht beweisen konnte, dass sie laufen kann. Also, Annabelle, dafür nehmen wir einfach mal die Hände hier so, genau. Und jetzt setzt du einen Fuß vor den anderen. Vielleicht musst du auch erst krabbeln lernen. Also, Annabelle, beim Krabbeln ist es so, dass du die beiden Füße hier hast. Jetzt hast du die beiden Arme hier und jetzt krabbelst du einfach so ganz leise mal zu der Mama hin. Ne? Mach mal selbst. Unser Kind ist beim Krabbeln eingeschlafen. So, Annabelle, dann nehmen wir jetzt mal dein Mützchen hier zurück, ne? Setzen dir das Ganze hier mal auf. Genau, nämlich genau so. Tragen die coolen Mädchen Mützen. Also, wir wissen aber noch immer nicht, wie die Annabelle jetzt irgendwie auf Toilette gehen kann, weil die hat wirklich schon die halbe von dieser Flasche hier ausgetrunken. Also, ich kann euch das mal zeigen hier. Die sieht so aus. Also, so viel hat die auf jeden Fall schon getrunken. Aber, ich weiß nicht. Ich meine, ein Loch hat sie. Mach mal Augen auf hier, Annabelle. Sehr gut. So, trink mal. Doch, da ist ein Loch. Allerdings wissen wir nicht, wie da unten was rauskommen soll. Also ob man das irgendwie so drücken muss. Hier ist auf jeden Fall irgendwie ein Knopf. Aber die Annabelle, was möchtest du? Die Annabelle möchte erstmal ein bisschen schlafen. Die Annabelle bringt das erstmal ins Bett, Freunde. Also gute Nacht, Annabelle. Wir sehen uns gleich wieder. Gute Nacht. Die kann nicht mal pissen. Während die Annabelle da unten jetzt gerade ihren Schönheitsschlaf macht, lassen wir die da jetzt erstmal ein, zwei Stunden liegen. Wir essen jetzt erstmal eine Kleinigkeit und dann sehen wir Annabelle gleich wieder und schauen mal, wie es ihr geht. 2 hours later. Mittlerweile sind einige Stunden vergangen, Freunde. Es ist gerade Haut vor Knochen. Allerdings würde ich sagen, dass wir jetzt mal zusammen schauen, wie es der Annabelle geht. Die hat ja jetzt hier gerade ein paar Stunden in unserem Schlafzimmer gepennt. Die Jule ist... Wo ist Jule eigentlich? Ist aber auch egal, die brauchen wir nicht. Jeder weiß, dass ich... das bessere Elternteil bin. Ich würde sagen, wir sind jetzt mal ein bisschen leiser, Freunde. Wir gehen jetzt hier mal ganz langsam rein. Wir schleichen uns mal hier vor. Da vorne liegt die Annabelle drin. Hey, Annabelle. Na, wie hast du denn Annabelle? Annabelle? Sag mal. Wo ist Annabelle? Annabelle, was machst du denn an diesem Fenster? Annabelle, nein, komm nach runter. Was tust du denn? Annabelle, wolltest du dich umbringen? Warum schläfst du? Annabelle, warum? Warum schläfst du jetzt? Wir waren so lieb zu dir! Ja, ich meine, ich dachte, du kannst halt schon laufen. Wie oft kann dieses Ding schlafen? Genau, Annabelle, jetzt hast du ja erstmal wieder deine Windel an, beruhig dich mal ein bisschen. Nach deinem Nickerchen würde ich sagen, trinkst du jetzt erstmal so ein bisschen Wodka hier? Das, Annabelle, du kannst das... Wir haben keine Milch. Ich würde mich auf jeden Fall mal dafür interessieren, Annabelle, du chillst mal...
entweder ist sie bewusstlos oder sie schläft schon wieder. Freunde, wir haben gerade gefunden, dass in der Anleitung steht, bitte beachten Sie, dass die Puppe selbst kein Wasser ansaugen kann. Deswegen ist es erforderlich, die Flasche zu drücken. Also füttern wir Annabelle jetzt nochmal richtig. Oh. Baby Annabelle hat gerade angefangen zu weinen, Freunde. Seht ihr die Tränen? Das ist uns scheißegal. Hä, was ist denn mit der? Sind wir so scheiße zu dir? Wenn sie die ganze Zeit am Heulen ist, hat sie halt eine Menge Wasser in sich. Das heißt, wir gehen jetzt mal mit ihr aufs Töpfchen. Also Freunde, wir machen jetzt mal die Windel hier los und Baby Annabelle wird jetzt mit uns hier zusammen auf Toilette gehen. Oh, oh gut. Die pinkelt gerade. So, ich würde sagen, wir lassen Baby Annabelle jetzt erstmal hier noch ein bisschen auf Toilette. Die muss erst die ganze... Und nebenbei holzen natürlich auch schon wieder. An der Stelle würde ich den heutigen Vlog jetzt allerdings auch beenden, meine Damen und Herren. Wir wollten uns einfach mal so eine kleine Puppe kaufen, ein bisschen Schwachsinn mit der machen. Das war jetzt natürlich kein richtiger Test, ob wir gewappnet sind für ein Baby. Sonst würden wir natürlich auch nicht das hier tun. Morgen kommt irgendwer so zu Besuch, will so auf Toilette gehen, sieht so das hier. Wenn euch der Vlog hier gefallen hat, Freunde, dann lasst gerne mal ein Like da. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn nicht, dann wäre doof. Ich habe zwei Ideen für den Vlog, der übermorgen kommen soll auf meinem Kanal. Ich lade ja jeden zweiten Tag einen Vlog hoch, Freunde. Und ihr könnt über eine Umfrage jetzt hier abstimmen, was ich machen soll im nächsten Vlog. Die Lulkru darf nicht scheiße, was ich tue. Genau, tschüss.